Mit viel Schwung und großen Zielen schwang sich Mira Thiel aufs Pferd bei den deutschen Juniorenmeisterschaften in Berlin und das mit Erfolg. Ich bin sehr zufrieden, ja. Ich habe eigentlich mir als Ziel genommen, besser als 2019, also die letzte deutsche Jugendmeisterschaft und hoffentlich auch Top 15 oder so. Und gehofft habe ich auch ein bisschen auf die Top 10. Da habe ich mich sehr gefreut, dass das dann geklappt hat. Gesagt, getan. Am Ende steht die 18-Jährige auf Platz 9 der Gesamtwertung und schafft es damit von 45 Teilnehmern unter die Top 10. Insgesamt 3 Tage turnten und galoppierten Reiter und Ross in unterschiedlichen Disziplinen um die Wette. Vom anfänglichen Pflichtdurchlauf, bei dem jeder die gleichen Übungen zeigen musste, bis hin zu 2 Kürläufen mit individuellen Kunststücken war hier alles mit dabei. Ich finde sie sehr, sehr ausdrucksstark, von der Kür vor allem. Weil da das einfach ein sehr wichtiger Aspekt ist. Aber klar hängt es ab mit allem, also Pferd, Longenführer und natürlich auch Tagesform abhängig ist man natürlich schon, dass man dann einfach eine schöne Runde harmonisch mit dem Pferd und ja, einfach zeigen kann. Nach ihrem Pflichtdurchlauf stand die Mannheimerin zwar noch auf Platz 18 der Gesamtwertung, konnte dann aber mit ihrer Kür überzeugen. Zusammen mit ihrem Trainer Konstantin bereitet Mira sich jetzt auf die kommende Saison im nächsten Jahr vor. Rund 8 Jahre trainieren die beiden schon zusammen und haben sowohl Höhen als auch Tiefen zusammen erlebt. Gerade auch nach den 2 Corona-Jahren im Endeffekt, 19 waren wir noch, aber 20 ist die Deutsche dann ausgefallen. 21 waren wir nominiert, konnten dann einfach verletzungsbedingt vom Pferd nicht dran teilnehmen. Und da war einfach so eine kleine Lücke. Und deswegen tat es einfach gut, nach so einem Loch im Prinzip 2022 jetzt nochmal wirklich zeigen zu können, was wir können. Sie und ihr Pferd Eckstein, das mittlerweile wieder topfit und auch schon lange ein treuer Begleiter an Miras Seite ist. Das Talent in dieser Sportart wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt, denn ihre Mutter hat früher selbst voltigiert und ist mittlerweile seit rund 30 Jahren Trainerin. Auch Mira hat mittlerweile ihre eigene kleine Gruppe und ist ebenfalls als Trainerin aktiv. Die Mädels sind so 6 bis 8 Jahre alt und da stehe ich an der Longe, longiere das Pferd und arbeite auch mit denen am Boden und am Bock und erstelle eine Kühe mit denen. Ich finde es schön, wenn ich mein Wissen auch weitergeben kann und dass man immer sieht, wie sich die Mädels dann verbessern und man mit denen zusammen arbeiten kann. Und auch die Arbeit an der Longe mit dem Pferd ist auch nochmal was ganz anderes, als wenn ich jetzt obendrauf voltigiere. Das Pferd zu longieren bedeutet letztendlich, das Pferd aufzuwärmen und für ein gleichmäßiges Tempo zu sorgen. Sowohl auf als auch neben dem Pferd wird Mira also auch in Zukunft für viel Schwung und große Ergebnisse sorgen.